Kann eine einmal ausgebrochene Karies eigentlich wieder heilen? Herzlich willkommen zu den Dentalquickies. Zahnwissen kurz und schmerzlos. Und heute befassen wir uns mit dem Thema oder mit der Frage, ob eine Karies eigentlich wieder zuheilen kann. Und die Frage kriege ich gar nicht so selten bei mir in der Praxis. Und dafür müssen wir zunächst einmal eins betrachten. Was ist überhaupt eine Karies? Ganz kurz. Eine Karies ist eine Demineralisierung des Zahnschmelzes oder des Dentins durch die Säuren, die durch Bakterien gebildet wurden. Diese Bakterien sitzen in der Plaque und produzieren Säure, senken den pH-Wert und der löst dann im Prinzip den Zahnschmelz auf. Dazu gibt es aber auch nochmal ein eigenes Dental-Quickie, wo wir das genauer erklären. Verlinke ich dir oben hier im i. So, jetzt ist aber ganz wichtig zu verstehen, dass ab einem bestimmten Grad der Demineralisierung oder Aufweichung, könnte man auch sagen, die Zahnoberfläche einbricht und dann entsteht ein Loch. So, und das ist auch der Punkt, genau da ist der Punkt erreicht, wann eine Karies irreversibel wird. Das heißt, da kann sie nicht mehr wieder zurückgedreht werden. So, solange die Oberfläche quasi noch nicht eingebrochen ist, könnte man theoretisch durch das Fluoridieren oder durch minimalinvasive Kariesinfiltration und auch vielleicht durch gute Mundhygiene eine sogenannte Remineralisation des Schmelzes erreichen. Das sieht man oft, wenn zum Beispiel Kieferorthopäden nach einer kieferorthopädischen Behandlung die Brackets abnehmen und die, die Kinder haben dann darunter nicht so gut gepflegt, aber es ist auch noch nicht so schlimm, dass es eingebrochen ist, dann sieht man auf den Vorderflächen der Zähne häufig diese Verkalkung oder diese Entkalkung in Form von weißlichen Flecken und ja, die kann man dann durch eine Intensivfluoridierung häufig wieder verhärten, sag ich mal. So, die dürfen allerdings noch nicht weich sein, wenn da schon ein echtes Loch ist, dann sind wir an dem Punkt, wo das einfach immer gesäubert werden und das gesamte aufgeweichte Material entfernt werden muss. Und dann hat man im Prinzip das Problem, oder was heißt Problem, dann muss man eine Füllung machen, das ist das, was man beim Zahnarzt kennt, es wird sauber gemacht, gebohrt. Und dann kommt dann eine dichte Füllung rein und dann ist das Risiko eines Fortschreitens gebannt. Ja, eine Karies, die nicht behandelt wird, die schreitet immer fort. Deswegen ganz, ganz wichtig, wenn du weißt, du hast eine Karies, schnell zum Zahnarzt, weil die wird nicht kleiner, sondern immer größer. So, ich hoffe, du hast wieder ein bisschen was gelernt und ich freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Und nicht vergessen, Like-Button reindrücken und wenn dir das Video gefallen hat, naja, dann weißt du, wo der Abo-Button ist. Liebe Grüße, euer Doc Helker.